Chat, wer ist noch da? Chat, wer, wenn ihr Bock habt auf dieses Grand Final, eins in den Chat. Oder Jenny P6 Hour. Oder Jenny P6 Hour, wahlweise, der geht immer. Können Sie irgendwie mit uns kommunizieren, ohne dass Sie Ihre Handynummer verifizieren? Nee, ja, Entbuchselt hat zum Beispiel richtig Bock. Barneys 9000 hat auch richtig Bock, Alter. Okay, Grand Final. Mit seiner ersten Nachricht auch noch. Leute, wir müssen... Okay, Boff Target, let's go. Boff Target weiß nämlich genau, was abgeht. Okay, pass auf, Grand folgendes. Final Hype. Grand Final Hype. Niemand geht direkt mit den Grabs in die... Jedenfalls, Arthur, hier auf dem Bildschirm dargestellt als Karon, wir sehen ihn rechts unten im Bild, der wunderschöne Lockenkopf, ein unfassbarer Daddy. Er ist wortwörtlich ein Vater. Und Niki auf der linken Seite, Upgamer Niki, seit er in Berlin ist, erst ein Set verloren, das war gegen Arthur, aber er hat das Turnier noch gewinnen können, das war vor 3 Wochen. Und Arthur spielt Marv, es ist dieser blaue Charakter mit dem Schwert, und Niki spielt Fox, es ist dieser kleine Fuchs mit den Gummistiefeln. Ja, das sind doch... Gelbe Air Max. Es sind Gummistiefel. Also sorry, aber wieso würde der einen Gummistiefel im Weltall tragen? Wieso würde er Crocs im Weltall tragen? Es sind Air Max. Wieso würde Außerdem würde ich sagen, Crocs sind ziemlich gute Weltallstiefel, oder? Im Weltall gibt's keine Air. Also kann er keine Air Max tragen. Es ist albern. Okay, er trägt Space Max. Okay, Niki mit dem... Es gibt ein Texture-Mod, wo man einfach mit Crocs... Ja, genau. Crocs wären auch ganz based. Weil halt... Die sind gemütlich, weißt du? Ich finde, Fox and Crocs wäre auch ein richtig guter Netplay-Name. Also ein guter Slippy-Tag. Fox and Crocs. Der nächste Slippy-Tag. Ich wette, den gibt's schon. Man kann aber doppelt... Ja, man kann ihn einfach nehmen. Ja. Okay, ey Leute, ihr habt's hier zuerst gehört, nehmt ihn. Also installiert euch hauptsächlich als allererstes Slippy und kommt zum Weekly. Anyway, es gibt... Wenn du Slippy hast, brauchst du nicht zum Weekly. Naja, aber also beide... Wenn du Weekly hast, brauchst du nicht zum Slippy. Slippy ist zum Grinden. Uncle Punch ist zum Grinden. Okay, aber auch Slippy. Hab mich auch nirgendwo hingebracht mit Uncle Punch zu grinden, hab wieder gegen dich verloren. Ja, du musst einfach so wie ich machen und einfach nicht mehr grinden. Ja, fair. Dann werde ich noch schlechter. Oh mein Gott, die F-Smash, er gibt ihm den Marv. Ja, jedenfalls Marv, der Human-Type-Character. He has a big sword. Das meiste, was ich hier daran hasse, ist, dass die sich so bewegen können. Ja, wem sagst du das? Du predigst gerade vor dem Chor. Ich spiel Peach, Digga. Weißt du, was du machen kannst im Vergleich zu denen und im Vergleich zu mir? Ja, aber guck mal, ich springe die ganze Zeit komisch durch die Gegend, dann sterbe ich. So, das ist ein Problem. Oh mein Gott. Ja, und... und er kriegt wieder nicht das Edgeguard, Digga. Niki ist einfach richtig on point mit seinen Sidebees hier. Arthur ist nicht ready für die Timings, die Niki ihm entgegensetzt. Sehr, sehr gute Recovery-Mix-Ups von Niki. Schönes Slide auf die Eye auf jeden Fall. Das hätte ganz anders enden können, aber das müsste das Block sein. Und Arthur, okay, weird Champ, dass er dafür gegangen ist, aber Niki hat sich dann confident gefühlt, den Angle auf die Station, indem er gesehen hat, dass Arthur nach unten geht. Und dann hat er es geschafft, mit der F-Smash noch zu connecten. Also nicht übel gemacht von Arthur hier. Wer bin ich, ihn in Frage zu stellen? Er ist immerhin im Grand Final. Zwar von Losers, aber im Grand Final. Kriegt den Grab nicht, okay. Schön outgedashed dance, die Getup Attack. Diese Getup Attack ist halt so verführerisch, wenn du siehst, dass er in der Nähe ist, aber dieser Dash Dance, dass er sich so hin und her bewegt die ganze Zeit, das ist halt genau, was er will. Er will dann so eine Option baiten, damit er sie direkt punchen kann mit einem Grab und Mars Grab. Das ist nicht das erste Game. Das ist das erste Game. Ja. Mann, ist das spannend. Es ist wirklich spannend, Alter. Okay. Erstes Game hat ja auch Arthur gewonnen vom ersten Set. Ja. Das könnte das Match sein. Okay, Niki geht für die Conversion mit dem Waveshine. Er weiß, dass Arthur gut auf den Waveshine die ein kann und deswegen hat er direkt die Upsmash genommen, weil die Prozent erreichen. Auf der Stage bist du auch relativ schnell offstage, deswegen kann man auch mal schnell was nehmen. Niki mit der Backer, Arthur ohne Jump, glaube ich, an der Stelle. Nein, er hat den Jump wieder. Okay, alles klar, Corner Tipps. Na, da wollte Arthur noch ein bisschen ihn cheesen, aber Niki war auf jeden Fall ready dafür. Direkt die Ledge gesnappt mit dem zweiten Rejump. Mit dem zweiten Jump. Die Fair hat getroffen. No way. Oh mein Gott. Es ist so spannend. Und Arthur probiert ihn out zu wallen. Aber Niki, ja, mit dem Dash Dance will einfach Optionen baiten. Die ganze Zeit, genau wie Arthur das vorhin gemacht hat mit der Getup-Attack von Niki. Aber Niki kann jetzt converten in der Back Air. Und das ist es. Mit dem über 100% Ledge Getup hat er genug Zeit. Das ist so krass. Da kommt der Rapper in sich. Das sind diese Double-Time-Übungen gerade. Ich muss mich aufs Wochenende vorbereiten, ich kommentiere doch am Wochenende. Auf Dario, wie gehst du? Schön, dass du da warst. Ey, Sticker Run hat mich nicht gefreut. Komm bitte öfter, Dicker, ich schwöre. Was soll das da? Ich habe mich sehr gefreut, hier mal wieder im Osten zu sein. Da kommt der Aces. Ja. Da kommt die Aces. Wir sehen uns im Bälde aus. Okay, Mann. Mach's gut. Wir sehen uns, Nedo. Dario, fünftplatzierter Dario, hat das Gebäude verlassen. Er hat heute seinen Seed so dermaßen den Überraschungsrun abgezogen. Ich schwöre. Wobei Banane auch, er hat Geldjunge besiegt, was auch krass war. Das ist auch insane, ja. Aber Darios Run war arguably krasser, weil er niedriger geseedet war und 2 Top-Player rausgehauen hat. Ja, Marius und Maxi, ne? Ja, erst Maxi, dann Marius. Oh mein Gott, er hat ganz Charlottenburg gefickt. Ja, außer dich halt, ne? Aber mich konnte er nicht. Und Arthur, der auch noch drin ist. Aber Banane hätte das tatsächlich auch fast mit Pikachu gemacht. Nice.
Obwohl, der hätte das mit, also sobald Plattform da gewesen wäre, wäre das ein Problem gewesen. Der beste ISIS Berlins. Der beste ISIS Deutschlands. Der beste ISIS Berlins hat einfach den besten Franzosen zerstört. Ich würde sagen, echt? Der beste. Ja. Oh mein Gott. Smash World. Wieder der besiegt. Money Match. Wen? Maillet? Echt? Er ist ja nicht der beste Franzose. Schon lange nicht mehr. Hä? Wer denn? Also er oder Raoul? Raoul hat gewonnen, Game 5. Das war halt richtig knapp bei denen. Frankreich ist ja Ass geworden. Also wow, okay. Nichts gegen die beiden, aber halt. Ich glaube, du bist ein bisschen Ass in Nein geworden gerade. Lass die Franzosen doch. Nee, aber halt, also ich dachte wieder, so der Tag ist da auch inaktiv. Die sind alle inaktiv. Ja. Also. Boftari, we didn't ban this character, we banned his best technique. Bis dann. Mach's gut, Mikkel. Schön, dass du da warst. Bis Nedo. Bis Nedo. wir haben jetzt hier für die unbedarften Zuschauer, die gar nicht wissen, was hier passiert, warum spielt Niki auf einmal zwei Kinder, die Eis verkaufen? auf dieser Stage ist Marv sehr, sehr gut gegen Fox, das Matchup, was sie vorher gespielt haben. Arthur spielt nach wie vor Marv und Niki hat einen sehr, sehr guten Secondary Ice Climbers, den er für Counterpicks sich ausgedacht hat. Er möchte vor allem auf Final Destination mit einem anderen Charakter spielen. Ich glaube, er möchte vor allem auf alle flexen so ein bisschen. Und Niki hat vor dem Set gesagt, dass er im Winner-Set mit Fox nur auf den Sack gekriegt hat und dass seine Ice Climber sehr viel besser abgeschnitten haben. Deswegen hat er schon überlegt, überhaupt mit Ice Climbers zu starten hier. Schön. Und kriegt er den F-Flow? Niki kam übrigens nach dem Set zu mir rüber, hat ganz, ganz verschmitzt gelächelt und meinte so, wie findest du meine Icies? Und wie finden wir seine Icies? Ich muss sagen, sick. Niki, du bist ein Pimmel. Yo, no way. Okay, Nana ist jetzt tot, aber ich weiß, wie viel kannst du mit Sopo noch machen? Er muss auf jeden Fall eine ganze Menge Damage noch machen, weil das ist die Proposition, die du hast. Wenn du nur noch Sopo hast, dann kannst du nicht mehr für die großen Kombos gehen, sondern du musst halt gucken, dass du noch so Chip-Damage bekommst. Ich glaube, wenn du halt einfach ein sauguter Spieler bist, dann kannst du mit Sopo halt so viel machen. Noch. Ja, also, Sopo hat auf jeden Fall sehr, sehr gutes Ground-Movement, aber Marv kann es ja sehr, sehr gut unterbinden, kann sehr gut, wie wir sehen. Kann man auch, was er macht hier. Ja, nichts kann er machen. Wow, ja, und Arthur hat den Grab nicht bekommen. Sehr ärgerlich hier für Arthur. Und ja, dieser ganze Chip-Damage, den ich Niki angelastet habe, machen zu wollen. Das ist eine ganz lange Kombo. Es ist eine lange Kombo, wortwörtlich seiner Minute nicht Minute verloren. Er hat drei Hits, glaube ich, bekommen in der Kombo. Ja, aber seit einer Minute nicht ein Neutral-Hit. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, Crouch-cancelt die... Wieso lebt dieser Mann eigentlich so lange? Der hat ein Schwert, also der ist eine Ballerina. Ich finde es total verblüffend, dass Niki ready war für die Side-B, weil er die Crouch-cancelt hat. Ich glaube, ich kann nicht glauben, dass irgendeiner noch lebt. Okay. Das war das letzte bisschen Chip-Damage, das er machen musste. Und jetzt kann er nämlich einfach einmal ein Grab. Ein Grab und es ist vorbei. Ja, er hat halt Kill-Confirmed aus dem Grab. Das war komplett Sopo. Das ist schon echt sick, was Niki hier abzieht, Alter. Insane, Alter. Nein, ich find's ehrlich gesagt ganz, ganz schlimm. Icy's, Digga, warum? Oh, und das ist es. Und der holt Nana noch zurück. Nana kommt von allein zurück. Sie hatte noch den Jump, aber Niki wusste es nicht. Sie hat noch die Side B engaged. Muss es gar nicht machen, ja. Aber er hat es halt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, er ist einen vollen Stock vorne. Und wir gucken mal. Er probiert halt mit Ice Blocks und Blizzard ein bisschen Distance zu closen oder Arthur auflaufen zu lassen, wenn er probiert ihn zu approachen. Und das macht er auch ganz gut. Ja. Ich bin übrigens, also ich bin ein sehr verhasster Mensch, aber ich... Fucking Bob Target im Chat gerade. Nur mad. Nur mad auf ISIS. Keine Ahnung, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde, das Matchup ist so gut für Marv, Alter. Ich finde es richtig krass, dass alle so gegen Niki wettern gerade. Also alle, also du alle, und Bob Target. Das ist offensichtlich nicht so schlecht für ISIS. Das ist alles auch ISIS Propaganda. Es gibt keine ISIS Propaganda. ISIS verlieren einfach gegen Marv. Das ist keine Propaganda. Ja, die verlieren, aber offensichtlich ja nicht so hart. Weil sonst würde Niki das jetzt mit einem Secondary ISIS nicht machen. Niki better player at Arthur einfach gerade so. Also machen wir uns da nichts vor. Niki ist einfach der bessere Spieler derzeit und das schlägt sich halt auch in diesem Secondary Matchup. So hart better player in einem Matchup, das dann eigentlich schlechter für dich ist, finde ich schon sehr insane. Ja, ey, es kommt ja auch, also da kommt ja auch Mentality dazu. So, Arthur will natürlich auch nicht gegen Nikis ISIS verlieren. Vielleicht ist es auch in seinem Hinterkopf so, weißt du? Du darfst nicht vergessen, dass dieses Spiel nicht bei den Charakteren oder bei den Matchups, bei den theoretischen Matchups aufhört. Ich habe genau das Gleiche gerade auch gemacht und du hast das Gleiche gerade auch gemacht. Was meinst du? So, ich halt mit Arthur und du mit mir. Genau dieses Ding, du willst halt nicht verlieren so. Aber du weißt, dass du es tust. So. Nein, ich habe so nicht gedacht. Ich denke nicht so. Ich denke nicht, ich will nicht verlieren. Schon ein bisschen so. Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur, ich probiere halt umzusetzen, was ich denke, was funktioniert. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Fertig. Ich probiere halt das Matchup so zu spielen, wie ich mir das vorstelle. Ja, das war aber jeder, Dennis. Aber ja, ich beschwere mich ja nicht über das Matchup dann. Es geht ja mehr darum, dass du wirst dann halt auch so ein bisschen Better Player. Na, ich werde ja auch Better Player von dir. Das ist ja auch das Ding. Du bist ja auch der bessere Spieler. Ich bin halt von Auto Better Player. Ja, aber wo ist jetzt das Problem? Und das ist das Game. Ich meine, du hast da eine Situation beschrieben, die halt für uns beide, wir haben die ja genauso durchgemacht. Ja. Das wollte diese Parallele gerade uns eröffnen. Ja, aber Niki ist halt so viel besser in dem Fall, dass er auch mit seinem Secondary gewinnt. Ich meine, ich habe auch gegen Arthur's Fox verloren. Ja, ich auch. Weil er mich auch... Ja, und du auch, weil er dich better playert einfach. Ich spiele wie ein Hund außerdem. Weil er dich better playert, okay.
Kommt okay, jetzt Arthus Fox? Anyway. Steht 2-0. Ja, kommt jetzt Rudi Völler ins Gebäude. Oh, das wäre wirklich... Guten Abend, Tufkap, schön, dass du da bist. Tufkap, du bist ein bisschen spät. Wir haben Grand Finals Set 1 und es steht schon 2-0 für den aus Winners. Also es könnte das letzte Game des Abends sein. Aber wir spielen bestimmt noch Cruise danach, oder? Schade, dass Dario nicht mehr da ist für Cruise. I was going to come back, but now that we have an ICs, I'm just going to stay here. Hey, Buff Target, we have 2 ICs now, actually. We also got Marley, who is a pretty solid ICs player, up and coming, on the rise. Yeah, and if you're not coming back, we're sending him to you. Yeah, we're sending Marley to you. He's also from America, so. Okay, and we get off. Okay, out to counterpick Battlefield. Oh, achso. Ich dachte gerade, er hat tatsächlich Rudi Völler rausgeholt. Nee. Wer kennt Niki immer an dem Tag? Oh no. Okay, das ist kein guter Anfang. Der erste Stock mit einem kleinen Fastfall von Arthur beendet war ein bisschen ein Mix-up von Niki, der ihn halt irgendwie. Ich glaube, er hat ihn gedownhead oder was war das? Aber ja, Arthur wollte auf jeden Fall Crouch canceln und hat dann aus Versehen gefastfallt. Sehr ärgerlich für ihn. Das ist halt nicht, wie du ein Match starten willst, aber Arthur bekannt für sein. Oh, und Tufkap! Tufkap, danke für den Sub. Und auch an Kevin. Er hat Sub an. Dir einen Sub geschickt. Ja, danke, Tufkap. Danke, Tufkap. Ey, Kevin guckt auch zu. Kevin guckt zu. Nee, das heißt nur, dass Kevin mal zugeguckt hat. Nee. Ja, er guckt gerade zu, okay. Meine ich doch. Also das nein, aber du kannst auch Subs giften an Leute, die nicht da sind. Aber halt, aber normalerweise sind das ja random Subs, oder? Ja, genau. Ja. Du kannst random Subs giften an Leute, die nicht da Kevin sind. Kevin war auch vorher schon Atze. Ja, aber du kannst auch random Subs giften an Leute, die gerade nicht da sind. Das geht auch. Ja, das ist so. Aber dann ist es ein. Also wenn du random Subs zum Beispiel gerade nicht da. So ich bin zum Beispiel gerade nicht da, ja. Beste Beispiel. Extrem weird. Dann ist das ja super unwahrscheinlich eigentlich. Tufkap, danke auf jeden Fall. Oh, Tufkap, was? Bester Mann. Oh, Arthur mit dem sehr, sehr schönen Dashdance, aber er hat kein Opening daraus gefunden und er ist immer noch gecornert. Und Niki nutzt die Situation natürlich aus. Er weiß, oh mein Gott, no impact land, Laser, grab up, throw up, er tot, Alter. Und Arthur weiterhin einen kompletten Stock unten. Er hat 20% aufholen können seit dem ersten Stock, was wirklich nicht viel ist. Boah, also Kevin, wir vermissen dich auch, aber halt, der andere Kevin war noch viel, viel länger nicht da. Das stimmt. Ich glaube, und er ist im selben Land, sogar in derselben Stadt. Ich glaube, den anderen Kevin habe ich tatsächlich einmal an der Walpurgisnacht verloren und nie wiedergefunden. Arthur beendet es schon wieder frühzeitig mit der Tipper F-Smash. Er macht es so oft. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen faul oder er hat Angst zu committen für weitere Punish. Ja, das ist so ein Arthur-Ding. Ich glaube, er hat das so voll, er macht das richtig viel. Ich finde es auch nicht so gut. Das funktioniert halt gegen so Leute wie uns, weil wir kacke sind. Ja, aber selbst dann kriegt er nicht so viel daraus. Er kriegt ja immer noch keinen Kill daraus, dann weißt du? Wenn ja, aber er followt dann halt ab, weil er weiß, dass er halt dann wieder einen Read bekommt oder einen Read bekommen kann. Weil Kontaktlinsen verloren! Weil ich halt zum Beispiel nicht recovern kann, so. Ja. Aber gegen Fox funktioniert das nicht und gegen Niki halt erst recht nicht. Arthur hat sich auf jeden Fall gut zurück in das Match gekämpft, wenn man bedenkt, dass er den ersten Stock im Prinzip weggeworfen hat. Aber weiterhin Full-Stock-Lead für Niki. Die Crouch-Cancel-Prozente, okay, jetzt ist er aus den guten Crouch-Cancel-Prozenten raus. Und das, schön die IOA von Niki hier, dann kann Arthur nicht die Down-Air machen. Also die Forward-Air into die Down-Air-Kombo und die Ken-Kombo, wie wir es nennen, weil ein Mann namens Ken das mal gemacht hat. Die Kenneth-Combination. Die Kevin-Combo. Oh, die Side-B ist auch eine Sache, die ein Mann namens Ken mal gemacht hat. Diese Side-B ist so anstrengend. Ja, also ich crouch die halt dann. Ja, ich hab's diesmal auch ein bisschen gemacht. Das war das eine Match, wo es ganz gut funktioniert. Oder die ersten zwei, die haben bei mir gut funktioniert. Da habe ich auch viel gecroucht. Und dann, keine Ahnung, vergesse ich immer, das weiterzumachen. Okay, aber es sieht wirklich schlecht aus für Arthur gerade. Er braucht jetzt ein Big Opening auf jeden Fall, um hier weiterzukommen. Ist Marv, they both fall. Oh, der springt mitten rein, das ist das 3-0 Niki. Was war das, 18 und 9 Euro oder was? Er hat nur ein Game verloren über das ganze Turnier. Shoutouts an Niki. Sehr, sehr klasse gemacht. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes klasse. Arthur mit einem stabilen zweiten Platz. Er konnte heute nur ein Match gegen Niki holen. Das zeichnet natürlich ein gewisses Bild, was wir hier haben. Ne? Dass Niki sich mehr und mehr als dominante Force in Berlin durchsetzt gerade. Aber er hat gar kein Game gegen seinen ICs geholt. Das stimmt. Arthur, immer gegen seinen Counter. Ja, das stimmt. Ja, die ICs, die Niki ICs sind einfach verdammt wild, Alter. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir Cruise, oder? Any keys? Buff Target, he doesn't need a counterpick secondary against Ice Climbers with Mars. He just needs to know the matchup. It's a pretty dominant matchup for Mars. So he doesn't need a counterpick secondary. He just needs to work on his first character. Which is like, he is in the easier position here. Like, he's got to work with his first character, with his main character, and he doesn't have to focus on like some counterpick shenanigans. He can just straight up play Marth. While Niki feels lost against Marth, or not lost, but you know, with Fox he feels like it's
it's too close for his comfort, so he picks Ice Climbers as a secondary because he knows that Artur hasn't worked on it. So, you know, that's the way it goes. It's not like Artur needs to work on a secondary counterpick. That's bullshit.